Leute, die Kartons sind eine Metapher. Man will euch an euer Datenvolumen. Hi, mein Name ist Florian Prokop und ich packe für euch heute Netzneutralität aus. Stellt euch vor, ihr könnt jeden Tag Pizza essen. Aber nur Pizza. Das klingt vielleicht erstmal super, aber irgendwann reicht es dann vielleicht auch. Und so ähnlich ist das, wenn die Netzneutralität angegriffen wird. Stellt euch vor, ihr könnt einen Dienst nutzen und der wird nicht auf euer Datenvolumen angerechnet. Jetzt versteht ihr die Pizzasache, ne? Netflix zum Beispiel. Netflix wird dann nicht auf euer Datenvolumen angerechnet. Aber was ist denn jetzt, wenn Netflix alle ist und ihr lieber YouTube schauen wollt? Ja, das kostet dann nämlich. Oh, wie gut. Protestschilder. In den USA gibt es nämlich schon lange Proteste wegen Angriffen auf die Netzneutralität. Und zwar online und offline. Ex-Präsident Obama hat zu seiner Amtszeit nämlich Regeln für die Netzneutralität aufgestellt, die Trump allerdings zurückdrehen will. Obwohl die Mehrheit der Amerikaner für die Netzneutralität ist, gab es im Netz ordentlich Stimmung dagegen. Von wem die ausging? Von Bots. Und die waren auf der Seite der Telefonanbieter. Eine Website hat die Kommentare ausgewertet, die zum Thema Netzneutralität geschrieben wurden und fand raus, 80% aller Kommentare zu dem Thema wurden von Bots gesendet und waren gegen die Netzneutralität. Klappe jetzt, Bot! Ah, ganz was Feines. Seid ihr bei Vodafone? Bei Vodafone Pass müsst ihr euch nämlich, dürft ihr euch für einen Pass entscheiden, bei dem dann keine Daten verbraucht werden. Ihr könnt einen Pass wählen, entweder Messenger, Musik, Video oder Social Media, aber nur einer ist wirklich inklusive. Wollt ihr dann mehr, müsst ihr nämlich draufzahlen. Und ich meine, Datenvolumen ist in Deutschland eh schon mega teuer. Außerdem sind im Videopass nicht mal alle Streaming-Anbieter dabei. Und als ob man nur einen Pass bräuchte. Oh, guck einer an. Eine Klatschzeitung. Kai Schumann sagt, für mich steckt in jeder Frau ein Model. Wir haben Kohldampf. Dann hier so mit Rosenkohl und so Rezepte. Was Infos angeht, ist das mit der Netzneutralität nämlich auch so eine Sache. Stellt euch vor, ihr könnt immer nur zu denselben Webportalen, ohne euch Sorgen um euer Datenvolumen machen zu müssen. Endlich wieder Schmetterlinge im Bauch. Mein zweites, erstes Mal. Das ist vielleicht irgendwie ganz nett, aber so richtig ausgewogen können wir uns eben nicht mehr informieren, wenn wir immer nur dieselben Quellen benutzen. Ein offenes Netz ist wichtig für uns alle. Für Inhalte von Politik über Baby-Alpakas bis zur Curling-EM. Und einfach, weil uns so viele verschiedene Pässe zu kaufen auch ganz schön viel Kohle kostet. Und außerdem will ich auch echt gerne mal einen Burger wieder essen. Oder auch mal wieder einen Salat. Ha ha ha.